Ich bin recht zuversichtlich, wenn Deutschland gut spielt, wirklich gut spielt. Ich sag mal so wie in der ersten Halbzeit gegen Schweden. Dann sieht es gut aus, also weit zu kommen. Richtig gut aussieht das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Türkei. Vor allem im dritten Viertel verteidigt Deutschland sensationell und erspielt sich, angeführt von Paul Zipser, eine deutliche Führung. Am Ende ist es aber der zweite Heidelberger im Deutschland-Trikot, Kalidou Diouf, der zum Matchwinner wird und den Sieg sichert. Bundestrainer Kai Bühne ist entsprechend zufrieden. Heute vor allen Dingen in der Verteidigung eine tolle Leistung gebracht. Und was mich sehr freut, ist, dass unsere Jungs heute die Anweisung und unser Konzept, was wir uns vorgenommen hatten, sowohl in der Pause als auch dann vor dem Spiel, umgesetzt haben. Wir haben es geschafft, in der zweiten Halbzeit die Defensiv-Rebounds zu verteidigen, haben nicht mehr so viele Offensiv-Rebounds abgegeben wie in der ersten Halbzeit. Von daher absolut verdienter Sieg. Im ersten Spiel des Tages in der MWS-Halle kann sich Frankreich gegen Israel durchsetzen. 92-61 steht es am Ende für die Equipe Tricolore. Eine klare Angelegenheit. Die Franzosen ziehen nach Italien als zweite Mannschaft der Gruppe A ins Viertelfinale des Albert-Schweitzer-Turniers 2012 ein. Die Franzosen sind sehr, sehr talentiert, haben zwei Schlüsselspieler, der 12er und der 5er, auch der 12er auch und der 14er, der Große. Die drei Spieler sind sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, oder in den Spielen, die ich gesehen habe, habe ich noch keinen Rhythmus gesehen in der Mannschaft. Alle Spieler, Trainer und Schiedsrichter werden hier im Catering-Zelt in der MWS-Halle verpflegt. Über 100 Kilo Pasta wandert über die Theke. Doch es gibt nicht nur etwas zu essen. Spannende Vorrundenspieltage des Albert-Schweitzer-Turniers 2012 sind zu Ende. Am kleinen, aber feinen Standort Fürnheim äußerten sich der Bürgermeister der Stadt Fürnheim, Matthias Baas, und DBB-Präsident Ingo Weiß zum bisherigen Verlauf des Turniers und blickten in die Zukunft. DBB-Präsident Ingo Weiß, drei tolle Tage AST sind vorbei. Wie lautet Ihr Zwischenfazit? Ich bin äußerst zufrieden und glücklich, wie alles gelaufen ist mittlerweile hier. Wir standen ja so ein bisschen vor einem Neuanfang, weil die Amerikaner ja aus Mannheim weggegangen sind. Was passiert mit dem Albert-Schweitzer-Turnier? Wie geht's hier weiter? Und wir haben mit Viernheim einen tollen Standort gefunden. In Viernheim haben wir wirklich Verhältnisse, die exzellent sind. Die Hallen waren voll, die Stimmung war da. Und es kam auch so ein bisschen Sportarena, US-Sportarena-Feeling über. Das war schon schön. Und wenn ich dann in die MWS-Halle gucke, mit den Zuschauertribünen, auch dort die Halle voll, so als Herzstück des Albert-Schweitzer-Turniers, da muss man wirklich sagen, kann man nur zufrieden sein.